historische Premiere, Sport Austria Finals 2021 in Graz. 14 Standorte, 213 Bewerbe, 639 Medaillenentscheidungen und 1000 Athleten. Die erste Auflage der Sport Austria Finals wird ein Sportfest der Superlative, bei dem rund 20 rot-weiß-rote Sportverbände vom 3. bis 6. Juni 2021 in Graz ihre österreichischen Meister ermitteln. Über die Hintergründe zu diesen historischen ersten Sport Austria Finals und warum diese Veranstaltung eine Dauereinrichtung werden soll, informierten Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler, Steiermarks Sportlandesrat Christopher Drechsel, Graz Bürgermeister Siegfried Nagel und Sport Austria Präsident Hans Niesel im Rahmen einer Pressekonferenz auf der Anlage des Allgemeinen Turnvereins Graz. Weitere Gesprächspartner waren Diskuswerferin Geneva Ture und Kunstturner Alexander Bender. Einen schönen Vormittag auf ORF Sport Plus. Herzlich willkommen aus der steirischen Landeshauptstadt, aus den Hallen des Allgemeinen Turnvereins Graz. Heute ein kleines Stück österreichische Sportgeschichte geschrieben wird. 14 Standorte, 213 Bewerbe, 639 Medaillenentscheidungen werden es sein. An denen werden über 3000 Athletinnen und Athleten teilnehmen an den Sport Austria Finals. Nächstes Jahr vom 3. bis 6. Juni hier in der steirischen Landeshauptstadt in Graz. Das hat es so in der österreichischen Geschichte im Sport noch nicht gegeben. Das ist etwas Vergleichbares wie Klein Olympia, ein Sportfest der absoluten Superlative mit 16 Sportverbänden. An 4 Tagen werden hier die österreichischen Staatsmeistertitel erstmals in einer Stadt zeitgleich vergeben. Ein Riesenprojekt, das wir Ihnen heute vorstellen möchten in einer Pressekonferenz. Bei Herrn Landesrat und bei Herrn Bürgermeister, dass sowohl Bund, Land und Staat
diese Finanzierung auf die Beine gestellt haben, dass die finanziellen Mittel für diese Sportveranstaltung eben zur Verfügung gestellt werden. Das ist die Grundlage, dass diese Veranstaltung durchgeführt werden kann. Ich möchte mich aber auch diese Pressekonferenz nutzen, weil wir in den letzten Tagen viele positive Rückmeldungen von Vereinen in Österreich, und zwar aus ganz Österreich, vom Neusiedlersee bis zum Bodensee bekommen haben, dass die Hilfe für die Sportvereine auch tatsächlich wirkt, dass die ersten Unterstützungsgelder für Sportvereine auch ausbezahlt wurden und das für die Vereine in der gesamten Republik sehr wichtig ist. Und ich denke, dass hier der Sportminister und auch die Bundesregierung den zahlreichen freiwillig und ehrenamtlich Tätigen bei den Vereinen auch eine große Wertschätzung entgegenbringen. Auch dafür das zweite Danke. Das ist wichtig, dass die Sportkultur, die Vielfalt des Sports auch aufrechterhalten werden kann. Nach der Krise der Sport auch in entsprechender Form weiter betrieben werden kann. Warum wird diese neue Art der Sportveranstaltung, die Sport Austria Finals, neu ins Leben gerufen? Warum werden sie in Graz durchgeführt? Ich denke, es ist ein guter Schritt, das zu organisieren und auch durchzuführen und umzusetzen, weil sehr häufig in der Berichterstattung und im täglichen Leben einige Sportarten im Vordergrund stehen, ob das Fußball ist, ob das Skifahren ist, ob das vielleicht auch noch Tennis ist. Und ich glaube, es ist wichtig, auf die Vielfalt des Sports hinzuweisen und dem gesamten Sport eine entsprechende Plattform zu geben und darauf hinzuweisen, dass es nicht nur einige wenige Sportarten gibt, sondern dass es sehr viele Sportarten gibt, wo viele aktive, erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler tätig sind, wo auf der anderen Seite natürlich auch viele freiwillig und ehrenamtlich tätig sind, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass dieser einerseits Breitensport, aber auch Spitzensport betrieben werden kann. Es haben sich konkret schon ca. 20 Sportverbände gemeldet, um bei den Sport Austria Finals mit dabei zu sein. Das zeigt, dass es von den Sportverbänden her Interesse gibt. Es werden über 200 Bewerbe stattfinden, mehr als 600 Medaillenentscheidungen wird es geben und rund 3000 Athletinnen und Athleten werden mit den Betreuerinnen an dieser Veranstaltung teilnehmen. Also das zeigt sich, dass etwas derartiges noch nicht in Österreich stattgefunden hat, erstmalig hier in Graz. Und durch die Teilnahme von Spitzensportlern soll auch der Breitensport eine entsprechende Belebung haben. Wir brauchen einerseits die Spitzenathleten und ich freue mich, dass zwei dieser Spitzenathletinnen und Athleten auch anwesend sind und an dieser Pressekonferenz teilnehmen, denn sie sind Vorbild, sie sind Motivation auch für den Breitensport, für Kinder und Jugendliche Sport zu betreiben und das, glaube ich, ist ein ganz ein wesentlicher und wichtiger Aspekt und danke Ihnen, dass ihr auch an dieser Pressekonferenz teilnehmt, nämlich der Herr Alexander Bender und die Frau Thüré. Warum findet die Veranstaltung in Graz statt? Auch hier eine ganz klare Aussage. Das Grazer Sportjahr 2021 wird in diesem Jahr 2021 Außergewöhnliches im Bereich des Sports bieten und im Rahmen dieses Sportjahres 2021 findet eben die Sport Austria Finals hier in Graz statt. Graz hat eine wunderbare Sportinfrastruktur. Graz hat den Sportlern nicht nur die Sportinfrastruktur zu bieten, sondern natürlich auch wunderbare Plätze und die Eröffnungszeremonie, die Schlusszeremonie, die Siegerehrungen und so weiter auch bieten zu können und wird das sicher mit großem Engagement, es steht der Bürgermeister dahinter, durchführen. Und ich denke, dass das ein ganz ein ausgezeichnetes Erlebnis auch für die Sportlerinnen und Sportler wird. Ich habe ganz kurz auch mit dem Bürgermeister vorher gesprochen. Es geht eben darum, dass eben von den Kindern und Jugendlichen bis zu den Pensionistinnen Pensionisten Sport betrieben wird,
dass Menschen motiviert werden, sich zu bewegen, dass vom Kind bis zu den, über die Erwachsenen, bis zu den Pensionisten Impulse gesetzt werden. Und die Vielfalt des Sports zeigt auch, dass es für jeden eigentlich eine Sportart gibt, die man ausführen kann, die man in entsprechender Form auch ausüben kann, wo es auch entsprechende Trainingsmöglichkeiten gibt, wo es Trainerinnen und Trainer gibt. Und warum wird diese Veranstaltung gemacht? Es gibt eine aktuelle Forderung der WHO, der Weltgesundheitsorganisation und des Internationalen Olympischen Komitees. Und die fordern die Bundesregierungen aller Staaten auf, gerade in einer Zeit der Krise vermehrt auf Sport zu setzen. Nämlich Sport stärkt das Immunsystem, Sport stärkt die Gesundheit. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt und damit wird die Forderung der WHO auch in entsprechender Form erfüllt. Da wird die Forderung des Internationalen Olympischen Komitees erfüllt, Impulse verstärkt im Sport zu setzen, die Gesundheit zu stärken. Und ich glaube, der Gesundheitsaspekt des Sports, der muss noch viel stärker in den Vordergrund gerückt werden. Ich behaupte, dass Sport die beste Medizin ist, dass Sport in vielen Bereichen, Integration, Gesundheit, einen ganz wesentlichen Stellenwert auch hat. Darf auch auf den, ganz kurz auf den Umweltgedanken hinweisen, ganz wird auch die ÖFÖs zur Verfügung stehen, das heißt, der Umweltschutz hat einen entsprechenden Stellenwert, und zwar gratis für die Teilnehmer auch zur Verfügung stehen. Glaube ich, auch in Zeiten, wo über Klimaschutz gesprochen wird, wichtig, dass der öffentliche Verkehr einen entsprechenden Beitrag leistet. Es werden die Special Olympics dabei sein, auch ein wichtiger Aspekt mit der Inklusion. Das ist uns im Sport ganz, ganz wichtig, dass auch die Special Olympics eine entsprechende Plattform haben. Also insofern bietet hier Graz die beste Plattform für das erstmalige Durchführen dieser besonderen Veranstaltung. Nochmals ein großes Danke. Abschließend darf ich auch nochmals darauf hinweisen, merken Sie sich den 3. bis 6. Juni vor, vielleicht den einen oder anderen Tag auch Urlaub hier zu machen und die Sportler auch zu begleiten, um einige Highlights zu sehen. Und sie werden auch im Jahr 2022, das darf ich auch sagen, hier stattfinden, also 21 und 22 wird Graz Austragungsort dieser Sport-Austria-Finals auch tatsächlich sein. Und ich wünsche allen, die jetzt das operativ bis zum nächsten Jahr durchführen und organisieren müssen, alles, alles Gute, da steckt noch viel harte Arbeit dahinter. Danke. Danke, Herr Präsident. Ich darf noch den Herrn Vizekanzler umsetzen. Ja, Dankeschön, liebe Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, Herr Präsident, Herr Bürgermeister, Herr Landesrat, geschätzte Vertreterinnen der Medien, danke für Ihr Interesse. Gerade in Zeiten der Krise ist es ganz wichtig, dass wir auch eine Perspektive geben, so gut wir können, und dass es auch Hoffnung gibt, dass was stattfinden kann, dass was weitergeht. Und da bin ich deshalb schon sehr dankbar. Das ist ja das erste Mal, dass wir in dieser Formation uns in Graz hier treffen und einen Veranstaltungsausblick geben können. Und der betrifft natürlich jetzt das Sportjahr, das ganze, das 21. Jahr. Ich finde, das ist eine hervorragende Initiative. Da freut mich, dass es wieder gerade die Steiermark und die Stadt Graz ist, die hier schon vorangehen. Das ist sicher auch, ich habe es gerade vorher besprochen, nachahmenswert. Sportjahr und im Herzen dieses Sportjahres die Austrian Finals. Auch das ist, glaube ich, eine gute, kompakte Innovation, die wir ein paar kurze Punkte noch dazu sagte. Herr Präsident hat ohnehin ein perfektes Statement gehalten, aber nur was mir persönlich noch wichtig ist. Zuerst noch einmal die Verbindung Spitzensport, Breitensport. Kann man sagen, ist man eh, kennt man eh. Ja, aber gerade jetzt ist es wirklich richtig und wichtig, das da nicht nur zu betonen, sondern auch jetzt nur, wenn man so will, wieder ins Leben zu kommen. Die Möglichkeiten und die, fast möchte ich sagen, Notwendigkeiten und die Sinnhaftigkeit von Sport jetzt im Breiten gedacht, wird ja rundherum unterschätzt. Ich gebe zu, dass ich ja zwar immer darüber gewusst habe, die Gesundheitsökonomie, da hat er schön erklärt, danke
das persönliche Interesse, jetzt habe ich wenige Zeit gehabt, aber ich bin ja leidenschaftlich gerne in diverse Sportveranstaltungen gegangen. Bekannt ist natürlich der Fußball, heute geht es aber um andere Sachen. Aber es wird unterschätzt, zum Beispiel auch die wirtschaftliche Bedeutung des Sports. Komplett. Gerade auch in der Krise, deshalb machen wir das ja auch mit der Fonds etc. Es wird unterschätzt, aber vor allem die gesellschaftliche Bedeutung, das Zusammenhalten, das gemeinsam was tun, Wettkämpfe im positiven Sinn. Also alles das hat Bedeutung, es ist ja nicht zufällig entstanden. Und insofern versuchen wir da nach wie vor das Motto zu verfolgen, so viel wie möglich zulassen und so wenig wie möglich einschränken vor der Perspektive dieser unlustigen Corona-Krise. So, jetzt zu den Austrian Finals schnell noch. Was hier das Gute ist oder mir scheint oder was mir besonders am Herzen auch liegt, jetzt habe ich gerade vorher den Fußball erwähnt, ja, dass hier Sportarten eine Bühne bekommen im besten Sinn des Wortes, die ohnehin schon viel, viel länger bessere Aufmerksamkeit haben sollten. Aber dadurch, dass es gebündelt wird, dass ihr das jetzt so macht, dadurch entsteht natürlich, wie man quasi geschwollen sagen würde, entstehen auch Synergieeffekte. Das ist ganz logisch, es entsteht was, es entsteht ein konzentriertes Hinschauen und auf die Art und Weise kann man natürlich in der Steiermark in Graz die Werbung entsprechend machen, dass die Leute das auch verstärkt wahrnehmen. Und das ist ja wieder Motivation für viele dann, auch für die Jugendlichen zu beginnen in den Vereinen und das so hängt sich mit dem Breitensport zusammen. Aber wenn das gelingt, dass das derart gebündelt präsentiert wird, dann haben wir auch, und das soll man nicht unterschätzen, ja, wenn man die, es wurde ja kurz schon angedeutet, ne, mit dem Grazer Hauptplatz, wenn wir dort die Siegerehrungen immer wieder abhalten können, dass dort eine gewisse positive Stimmung herrscht, vielleicht sogar, wenn es dann schon wieder möglich sein wird, hoffentlich, eine kleine Partystimmung aufkommt, so wie wir es von anderen sportlichen Großevents kennen, dann ist das, glaube ich, ein guter Versuch, der alle Chancen hat, dass diese Absichten, die damit verbunden sind, auch gelingen können. Es wurde erwähnt, dass die Special Olympics, dieser Verband hier auch dabei ist, hier wird es deshalb hervorgehoben, weil das einer der neuen Schwerpunkte ist im Sportministerium und das freut uns natürlich hier besonders und es wird ja, kommen wir wieder zurück zum Sport, ja, ich nehme an, da gibt es ja noch weitere Ausführungen, auch von den Special Olympics weitere, unabhängig von den Austrian Finals, weltweit bedeutende Veranstaltungen in diesem Sportjahr in Graz geben. Ein allerletztes, danke Herr Präsident, der hat den Fonds angesprochen. Wir wissen beide, wir haben gemeinsam, oft gemeinsam, gerungen nach geradezu, dafür hat es die eine oder andere Woche länger dauert. Wir wissen, dass das mit dem Finanzministerium nicht immer gleich leicht ist, aber am Schluss ist schon was gelungen, was jetzt halt, wenn man einreicht, rasch funktioniert und ich muss eigentlich nur dazu nutzen, das noch einmal hereinzuholen, wenn wir Zuseherinnen und Zuseher hier haben, auch über die Streamingdienste, die Funktionärinnen und Funktionäre der Sportvereine. Einfach nur nochmal sagen, stellen Sie Ihre Anträge, es funktioniert tatsächlich und das sollte so sein, dass innerhalb kurzer Zeit auch tatsächlich einmal die ersten Tranchen an Geld fließen können. Das ist uns gemeinsam wirklich wichtig und es hat sich was anderes bewahrheitet in diesem österreichischen Leben von Gemeinnützigkeit und von Ehrenamt. Das gibt es ja gerade bei den 15.000 Sportvereinen sehr, sehr verbreitet, eben Gott sei Dank. Dass diese Anträge in der Überzahl sind, das ist schon mal ein gutes Zeichen, aber es haben lange noch nicht alle eingereicht. Also bitte, bitte nutzen Sie die Gelegenheit und stärken wir auf diese Art und Weise auch den Vereinssport. Herr Vizekanzler, Herr Sportlandesrat, wenn man sich eine mögliche Teilnehmerliste anschaut, dann stechen so Namen hervor wie Lukas Weiß-Heidinger, Bettina Plank, Alexander Bender, Vinzenz Höck, Beate Schrotz, Ivona Babic, also es kündigt sich für die Steiermark und für Graz ein echtes Highlight an. Wie sehr ist die Vorfreude auf so ein Ereignis? Ja, also Herr Bender ist gerade angesprochen, deswegen fange ich mit ihm an und mit der Frau Thuré. Herzlichen Dank für das Dabeisein heute. Herr Präsident, liebe
Kollegen. Die Vorfreude ist riesig und jetzt mache ich aber noch eine Vorbemerkung. Ich möchte nämlich wirklich dem Siegfried Lange und dem Kurt Hochsiner gratulieren zur Initiative Sportjahr 2021 in Graz. Denn hier wird einfach in Graz gebündelt so viel an sportlichen Veranstaltungen, an Sport, an Bewegung stattfinden, dass sich wirklich auch in einem nationalen und internationalen Vergleich sehen lassen kann. Das ist überhaupt sehr erfreulich. Wir haben heuer das Kulturjahr 2020 in Graz. Corona-bedingt wird das in das Jahr 2021 teilweise hinein verschoben, sodass wir im nächsten Jahr Kulturjahr und Sportjahr sozusagen übernommen noch in Graz haben werden. Und nachdem ich in der Landesregierung für Kultur und Sport zuständig bin, bin ich eigentlich sozusagen sehr erfreut, in Graz so viel Freude zu haben. Man könnte es so sagen, wenn Sie das Wappen der Steiermark sich ansehen und das Wappen der Landeshauptstadt Graz sich ansehen, dann sind die einander sehr ähnlich. Nicht gleich, aber sehr ähnlich. Und das Schöne ist, dass in den Bereichen Sport und Kultur die politischen Agenda des Landes und der Landeshauptstadt einander auch sehr ähneln. Und deswegen ist die Freude über dieses Sportjahr entsprechend groß. Zweite Vorbemerkung, Präsident Kiesel hat es angesprochen. Wissen Sie, ich war 6 Jahre in der Landesregierung für den Gesundheitsbereich zuständig. Und ich habe, seit ich jetzt das neue Ressort übernehmen durfte, immer wieder gesagt, für mich ist die Verantwortung im Sportressort die Fortsetzung der Gesundheitspolitik mit anderen Mitteln. Und das hat zuallererst mit Bewegungen zu tun. Weil immer, wenn es um Gesundheit geht, werden im Wesentlichen 4 Punkte genannt. Egal, ob Sie sich über Demenzerkrankungen oder Tumorerkrankungen oder psychische Erkrankungen darum kümmern wollen, es werden immer 4 Punkte genannt. Erstens, gesunde Ernährung. Zweitens, nicht rauchen. Drittens, Alkohol in Maßen. Viertens und wichtigstens, viel Bewegung. Und deswegen ist Sport und Gesundheit so nahe aneinander. Und deswegen freut mich das eben außerordentlich. Zu diesen Sport Austria Finals kann man nur sagen, die Idee ist einfach überzeugend. Als Hans Liesel Anfang des Jahres zu Landeshauptmann Schützenhöfer und mir gekommen ist, waren wir eigentlich gleich Feuer und Flamme für diese Idee. Feuer und Flamme heißt aber in der politischen Verantwortung meist auch gleich eine gewisse finanzielle Flamme. Das Land Steiermark darf daher auch die Sport Austria Finals entsprechend unterstützen, was uns sehr freut, weil die Idee so überzeugend ist, nämlich die Bündelung. Bündelung dieser unterschiedlichsten Meisterschaften, dieser unterschiedlichsten Sportarten hier an einem Ort in Graz in relativ kurzer Zeit, in wenigen Tagen, hier wird eine Aufmerksamkeit erzeugt, die der einzelnen Sportart, der einzelnen Meisterschaft allein möglicherweise nicht zuteil werden würde. Diese Bündelung sozusagen auch Sportarten, die nicht täglich im Zentrum der medialen Berichterstattung stehen, ins grelle Scheinwerferlicht zu stellen, das ist eigentlich überzeugend. Hier wird eine Kraft, hier wird ein Momentum entwickelt, auf das wir uns alle freuen. Auf das sich die Steiermark freut, auf das sich die Landeshauptstadt Graz freut, 21 und 22, wie wir ja vorhin gehört haben, wird Graz und wird die Steiermark eben hier für einige Tage im Mittelpunkt des österreichischen Sports stehen. Dafür recht herzlichen Dank, dafür eine gute und glückliche Hand allen Verantwortlichen in den nächsten Monaten, damit das auch wirklich so perfekt funktioniert, wie man es sich vorstellt und wie wir es uns gemeinsam vorstellen. Und ansonsten sind wir gespannt auf den 3. bis 6. Juni. Und das wird natürlich für alle, die heute hier am Podium stehen, also bis auf die Aktiven, die müssen natürlich aktiv sein. Alle anderen werden auch aktiv sein und von Austragungsort zu Austragungsort pendeln. Und das wird gut so sein. Dankeschön. Öffnung und Schlussfeier werden am Grazer Hauptplatz sein. Um einige Punkte jetzt herauszubieten, dann wird das Altstadtkriterium Teil des Programms sein. Kajak auf der Ruhr, 3x3 Basketball am Hauptplatz, Medaillenfeier, stilvoll, das Geplant auf der Ruhrinsel. Herr Bürgermeister, da ist einiges los in Graz. Wie stehen Sie dazu, dass Graz dermaßen im Mittelpunkt von Österreich steht? Ja, das ist ein lang gehegter Wunsch von mir. Der gesamten Regierung und ich denke auch vom Gemeinderat. Wir haben vor vielen Jahren eine Sportstrategie begonnen, langsam aber sicher umzusetzen.
Oft wird uns ja in der Politik vorgeworfen, wir hätten nicht den Weitblick und auch nicht den langen Atem. Aber ich möchte ganz deutlich sagen, dass wir hier ganz strategisch vorgegangen sind. Wir haben uns im letzten Jahrzehnt bemüht, mit über 120 Millionen Euro unsere Sportstätten fit zu machen für solche Bewerbe, wie wir sie jetzt international oder auch international austragen können. Wir haben begonnen, die Sportförderung von ursprünglich nur 2,5 Millionen Euro jetzt nächstes Jahr auf 5 Millionen Euro schon zu erhöhen. Und wir versuchen, mit dem Sport ja einen ganz besonderen Akzent zu setzen. Und ich möchte mich bedanken, weil es ist nicht selbstverständlich, dass diese Finals jetzt erstmals auch in Österreich stattfinden. Ich möchte mich bedanken, dass Sie auch nach Graz kommen werden. 2 Jahre lang dürfen wir Gastgeber sein. Wir freuen uns auf die Gastgeberrolle und wir werden uns bemühen, dass das ein ganz besonderes Erlebnis, vor allem für die Sportlerinnen und Sportler, vor allem auch für die Funktionäre, aber natürlich auch für alle Zuseherinnen und Zuseher wird. Ich möchte mich bedanken bei Herrn Vizekanzler und Sportminister, dass wir das gemeinsam durchführen können, bei Herrn Landesrat Detto. Er hat ja schon angesprochen, dass Kultursport treffen wird und umgekehrt. Wir werden auch einen besonderen Auftakt haben in der Grazer Oper mit dem Sport, um das zu unterstreichen. Und es wird das ganze Jahr über sehr, sehr viele Bewerbe geben. Herr Präsident, danke auch, dass es möglich ist, dass wir diesen Bewerb jetzt 2 Jahre in Graz durchführen können. Mit einem Wort wollen wir ein Wort aus unserem Sprachschatz nächstes Jahr verdrängen. Es ist eigentlich ein fürchterliches Unwort und ärgert so viele Sportlerinnen und Sportler und Funktionäre schon seit Jahren oder Jahrzehnten. Das ist das Wort Randsportgruppe. Mit dem wollen wir Schluss machen. Es gibt keine Randsportarten. Es gibt nur Sportarten, die einen Mehrfachnutzen erzielen. Für den einzelnen Menschen, aber auch für die Gesellschaft. Das ist mehrfach schon darauf hingewiesen worden. Und wir orientieren uns auch ein wenig an Skandinavien wieder als Vorbild. Wenn man sich hier ansieht, dass Sport als Präventionsmittel wirklich hilfreich sein kann, dass wir nicht nur gesünder länger leben werden, sondern dass Sport auch ein unheimliches Sozialprogramm ist, wo wir jungen Menschen Perspektive geben, diesen Zusammenhalt leben, sie stärken für die Zukunft. Diese große Chance wollen wir nächstes Jahr aufzeigen, indem all diese Sportarten nicht irgendwo stattfinden, sondern gebündelt hier in Graz. Und ich finde es so schön, dass wir, gerade die Siegerehrungen wurden gerade angesprochen, dass wir die am Hauptplatz machen werden. Es gibt Sportlerinnen und Sportler, die rackern sich, wenn ich sagen darf, jahrelang ab. Und dann gibt es irgendwo daneben schnell eine Medaillenüberreichung. Das soll wie bei Olympischen Spielen, das soll wie bei Weltmeisterschaften ein besonderes Erlebnis sein und wird uns weiterhelfen. Inklusion, Integration, soziale Prävention. Selbstverständlich ist es auch ein Wirtschaftsprojekt. Ich denke, dass auch die gerade städtischen Hoteliers eine große Freude damit haben, dass wir nächstes Jahr ein Sportjahr abhalten und dass wir jetzt auch schon wissen, dass 3000 Damen und Herren sich hier in Graz messen werden und die Vereine und Verbände auch dahinter stehen. Grosso modo freuen wir uns auf diese beiden Jahre. Das nächste Jahr steht unter einem besonderen Motto, das heißt Let's Go. Und in diesem Sinn werden wir jetzt schon anfangen, diesen Wettbewerb und dieses Ereignis in Graz auch vorzubereiten. Bürgermeister, danke schön für das Statement. Schlussendlich macht man ja so eine Großveranstaltung für die Sportler. Was empfinden Sie, wenn Sie daran denken, dass Sie das auf so großer Bühne Ihrer Staatsmeisterschaft abhalten? Also ich freue mich natürlich absolut, dass dann endlich mal wieder ein bisschen mehr Fokus auf andere Sportarten kommt, in dem Sinne halt auf meine Sportart, auf die Leichtathletik, und dass man halt einfach mal eine Bühne hat, um sich positiv zu präsentieren. Alexander Bender ist vor einem Jahr vor dem Uhrturm aktiv gewesen, um das einmal so zu sagen, diese Bilder sind um die Welt gegangen. Diesmal wird es nicht der Uhrturm werden, aber generell, wie ist die Vorfreude auf dieses Ereignis? Was ist das Besondere? Ja, also ich freue mich natürlich sehr, weil als Sportart mit Kunst, und die jetzt vielleicht in den Medien nicht so sehr vertreten ist, ist es natürlich für uns eine große Chance, mit mehreren Sportarten zusammen da vielleicht ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken. Und es gibt auch, also durchs Turnen kennen wir Vergleichsbeispiele, wie zum Beispiel die Multisport-Europameisterschaft in Glasgow von 2018 oder in Deutschland 2019 sind die Staatsmeisterschaften auch in einer Multisportart sozusagen durchgeführt worden. Und da habe ich von
internationalen Turmkollegen eigentlich nur gehört, dass es nur Vorteile fürs Turnen gebracht hat. Es sind mehr Zuschauer da gewesen. Man hat nicht jeden, der zuschaut, vielleicht familiär gekannt, wie es oft bei Staatsmeisterschaften der Fall war. Und deswegen freue ich mich natürlich sehr darauf, dass das dadurch vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und gerade wir haben letztes Jahr auch in Kassel die Staatsmeisterschaft im Raiffeisen Sportpark gehabt und haben da gesehen, dass es eigentlich die optimale Halle fürs Kunstturnen ist. Man kann es perfekt aufbauen und endlich gibt es in meiner Heimatstadt in Graz eine Halle, wo das Turnen wo es möglich ist, eine Staatsmeisterschaft durchzuführen. Und deswegen freue ich mich natürlich sehr darauf und hoffe, dass das die Staatsmeisterschaft vom letzten Jahr nochmal toppt. Dankeschön. Herr Präsident, Schlussworte. Ja, zunächst herzlichen Dank für die Statements. Ich glaube, dass gerade diese Veranstaltung, die Sport Austria Finals im nächsten Jahr, im Jahr 2022, wesentlich dazu beitragen werden, dass man in Zukunft, wie der Herr Bürgermeister gesagt hat, von keinen Randsportarten mehr spricht, sondern vom Sport im Allgemeinen. Und genau das ist eigentlich auch ein wesentlicher Grund, warum Sport Austria das initiiert hat, um den Sport eine Bühne zu bieten und den Sport eine Plattform zu bieten und zu zeigen, was auch Athletinnen und Athleten in Sportarten, die jetzt nicht im Blickfeld stehen, auch leisten. Ich glaube, das ist ganz, ganz ein wesentlicher und wichtiger Aspekt, um Menschen zu motivieren, Sport zu betreiben. Das ist der zweite wichtige Aspekt, nämlich Menschen in Bewegung zu halten und zu bringen, um ganz einfach einen wesentlichen Beitrag auch zur Gesundheit zu leisten. Also insofern ein wichtiger Impuls, der hier von Graz ausgeht, eine Stadt, die den Sport in den vergangenen Jahren viel Geld investiert hat. Sport braucht Infrastruktur, Sport braucht Idealisten, nicht nur Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, sondern auch viele ehrenamtlich Tätigen. Sport braucht Rahmenbedingungen bis hin zur Infrastruktur. Und da konnte ich auch während meines Besuches hier in Graz die eine oder andere auch Sportstätte besuchen, die für mich auch sehr beeindruckend war. Und dass der Bund das mit unterstützt, ist insofern auch sehr, sehr gut, weil ja der Vizekanzler Allschreier natürlich auch mit dem noch größeren Herz hinter dem Sport steht. Also insofern wünsche ich eine gute Organisation für die Zukunft, alles Gute und ich bin überzeugt davon, dass Graz und die Steiermark wirklich sehr gute Gastgeber sein werden. Alles Gute. Danke, Herr Präsident. Danke ans Gesamte.